Da ich nicht so speziell bin, wie ich aussehe, da ich nicht so sehr vorhanden bin in irgendetwas anderem als dem, was als geistige Definitionsebene ersichtlich erkannt werden könnte, gibt es mich nur als einen relativen, tanzenden Orbus in einer sequentiellen Bewegung, die sich selbst bewegt, doch die nie einen Impuls hatte des Beginnens oder des Endens. Diese Bewegung ist Bewegung aus sich selbst. Ja, und sie ist unendlich. Sie ist schon immer da, wobei kein immer zutrifft. Immer setzt schon wieder die Zeit voraus. Wobei ja, wenn du die Zeit verleugnest, du sie wieder bestätigst, dass sie doch als relatives Nichts immer dann vorhanden ist, wenn du sie nicht haben willst. Du entkommst dir nicht, da du ja das bist, was nach der Definition undefiniert ist, was sich ewiglich ausdehnt und zusammenzieht. Nein. Was sich nicht ausdehnen und zusammenziehen kann. Das, was die Ausdehnung ist. Und das, was die Zusammenziehung ist. Das, was das Atmen ist. Und was das Nichtatmen ist. Und